Ja, was müssen wir jetzt machen? Ja, dann muss noch schweigen. Also du schreibst. Bei 0 auf 2. Ja, bei 0 ist ja 0. Bis 2, zieh. Okay. Halt du das Lineal fest. 6. Bei 2. Ja. Wie viel ist nächste? 4? Ja. Der Praktikant. Bei 9 Newton. Was? 6? Das Ding geht kaputt. Habt ihr schon etwas festgestellt? Ist über 10, ja, wir können ja nicht weitermachen. Willst du denn gleich sagen? Ja, wie machen wir das? Zur Feier. Zur Feier. 10. 10 Minuten. Sehr interessant. Das macht aber keinen Sinn. Nee. Aber egal. 0,6,9,10. Ich glaube, das ist mehr, oder? Schau mal. International. Das Gleiche. Du? Was soll das? Also ich hatte Spanisch. Okay, was noch was denkst du jetzt? Weiß ich nicht. Ich kann halt schon Französisch. Spanisch ist halt krass, weil das braucht man. Also sprechen sehr viele Menschen. Aber Italienisch hat das Handy, wenn man die Kamera. Wir wurden heute übrigens 11.20 Uhr entlassen, weil 2 Stunden Deutsch entfallen sind. Ja, jetzt gehe ich nach Hause. Bester Tag. Und ich habe ja gestern gesagt, dass ich die 3 Mappen mitnehme, weil ich auch Mathe habe. Ich habe verwechselt, ich hätte heute kein Mathe. Deutsch ist entfallen. Ты не успела купить обеззараживающее? Как не было? Расхватали? Нет, да. Были они вообще, поступали, нет. Реклама принесла, написано, что сегодня в понедельник это должно быть. Это во сколько пришла туда? 9 чем. Ну. Уже 1.5 часа работал магазин? А где их сейчас можно купить еще? Нигде. Ich überlege mir gerade, ob ich meine Klasse sagen soll, dass ich YouTube mache. Also ich werde es auf jeden Fall nicht vor der ganzen Klasse sagen und ich werde auch nicht vor die Klasse gehen und es jedem erzählen. Ich glaube, wenn, dann würde ich es nur Paaren sagen. Vielleicht werden die das, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, ja, weißt du was, aber behalte es für dich. Weil es gibt ja, wie gesagt, eine, die selber YouTube starten will, aber ich glaube, mit der würde ich es nicht teilen. Dann gibt es da einen, der Rap-Videos machen will oder keine Ahnung was. Ich glaube, den Fabian und dem Simon erzähle ich. So, heute haben wir ganz gut gelacht. Die haben mir heute ein gutes Gefühl gegeben. Ich glaube, ich sag's denen, aber ich weiß nicht, ob ich denen dann sage, wie ich heiße auf YouTube. Ich glaube, erst einmal sage ich denen so, Leute, ich mache YouTube. Oder ich werde denen sagen, wisst ihr, was ich eigentlich in meinem Leben mache? Und genau. Und dann sage ich so, ja, den Namen sage ich euch irgendwann mal anders. I'm not ready yet to reveal the real me. Heute ist ja Montag und heute hätte eigentlich der Supermarkt bei uns Desinfektionsmittel verkaufen müssen. Also bei einer Werbung im Prospekt stand, dass am Montag dann die Lieferung ist. Ich weiß nicht, also ich denke schon, dass es eher so auf die aktuellen Bedürfnisse bezielt ist, weil ich glaube nicht, dass dann sowas in der Werbung stehen würde. Und genau, also der Supermarkt macht um 7:30 auf, meine Mutter war um 9 da und da war nichts. Also jetzt wissen wir nicht, ob da jemals überhaupt was war oder ob das alles ausverkauft wurde. Ich glaube schon, dass es ausverkauft wurde. Und jetzt haben wir einfach kein einziges Desinfektionsmittel zu Hause und den kann man auch nirgendwo mehr kaufen. Jerome kam heute einfach an mit so einer fetten Steriliumflasche. Keine Ahnung, wo er die noch hergekriegt hat. Und beim Physiklehrer, also, Herr Lala, haben Sie auch Desinfektionsmittel?
Also, ja, aber meine ist wesentlich kleiner. Und Jerome so, zeigen Sie mir Ihren und ich zeige Ihnen meinen. Also der ist verrückt mit diesem Desinfektionsmittel. Er desinfiziert sich die ganze Zeit und alles. Und das ist ja auch irgendwie so ungesund. Aber er hat gesagt, ja, besser als Corona. Aber die Englischlehrerin hat erzählt, dass sie damals früher in unserem Alter auch so einen Tick gehabt hat, dass sie sich ständig desinfiziert hat, die Hände, weil ihre Freundin sich mit irgendwas angesteckt hat oder keine Ahnung, irgendwas angefasst hat sie in der Sparkasse. Und danach war ihre Haut an der Handoberfläche weg. Ich habe einfach keinen mehr. Ich weiß nicht, wo man die noch herbekommen soll, wenn schon in Krankenhäusern gestohlen wird. Krass. Ich habe mir übrigens TikTok runtergeladen und habe aber dort nichts hochgeladen, sondern das Video, was ich dort erstellt habe, habe ich auf Instagram hochgeladen. Genau. Ich habe vorher übrigens an eine sehr wichtige Stelle angerufen, um mir einen Termin zu machen oder was auch immer. Ich weiß nicht, ich war da noch nie, ich habe sowas noch nie gemacht, deswegen weiß ich nicht. Aber normalerweise macht man sich da halt einen Termin. Da habe ich halt angerufen und da ging ein Mann dran und der hat mich dann weitergeleitet an die richtige Stelle. Und da war es irgendwie besetzt. Bei der nächsten Leitung oder bei der nächsten Zentrale war ein Anrufbeantworter. Und bei der dritten ging dann eine Frau dran, die mir dann wieder eine andere Nummer gegeben hat. Also da, wo ich sie angerufen habe, das war wieder wahrscheinlich nur eine weitere Verbindungszentrale. Und die hat mir dann eine Nummer gegeben, wo ich anrufen sollte. Die hatten aber schon zu. Also ich habe um 4.39 Uhr angerufen, also 20 vor 5. Und um 4:30 haben die halt zugemacht. Ja, also die sind ja jeden Tag auf. Deswegen rufe ich da einfach morgen an. Aber ja, ich habe das einfach hin und her geschoben, weil ich das irgendwie nicht machen wollte, den Termin. Beziehungsweise ich wusste, dass ich ihn machen muss. Habe das aber wirklich so ein bisschen in die Länge geschoben. Und habe mich da jetzt, ja, getraut habe ich mich schon, weil ich habe kein Problem mit anzurufen, aber ja, schon so vor dem Ungewissen stehen und keine Ahnung, ich habe es halt, ich weiß nicht warum. Obwohl man da wahrscheinlich einen Termin auch oftmals sehr lange warten muss, deswegen habe ich gedacht, ich mache das jetzt einfach jetzt. Genau, aber die haben gefragt, ob das dringend ist oder ob es nicht dringend ist. Ich habe halt schon gesagt, also ich werde jetzt nicht sterben, wenn ich nicht morgen oder übermorgen einen Termin bekomme, aber vielleicht schon diesen Monat im März, aber es ist eigentlich schon dringend, weil ich das schon auch einige Zeit vor mir herschiebe.